Vergesst Networking oder macht es richtig. Was löst diese etwas harsche Aussage oder Aufforderung gar in euch aus? Ich sehe hier in den ersten Reihen ein paar hochgezogene Augenbrauen, Stirnrunzeln, aber es gibt auch zustimmendes Nicken. Also die Stimmung hier ist geteilt, die Meinungen gehen weit auseinander. Und genau deshalb werde ich euch jetzt auf den Zahn fühlen, wie es ausschaut mit euch und dem Thema Networking. Die erste Frage, die ich stellen möchte: Wer von euch ist bisweilen richtig angenervt von Smalltalk und Networking? Ich bitte um Handzeichen. Ihr sollt ja nicht schwindeln, Leute. Ich erkenne euch. Wunderbar, so habe ich es mir gedacht. Die zweite Frage geht in eine andere Richtung. Wer von euch kennt Menschen, die in jeder Lebenslage, ob beruflich oder privat, immer jemanden haben, den sie fragen können und der ihnen dann Unterstützung gibt, hilft mit Rat und Tat? Wer kennt solche Leute? Nochmal Handzeichen bitte. Also ich sage jetzt mal, soweit ich sehen kann, es wird der ganze Saal sein. Der Punkt ist, ich hätte mal weiter drücken sollen, aber jetzt haben wir es. Wir wollen es ja richtig machen. Und das Thema ist, diese Leute, die immer jemanden kennen, der ihnen weiterhilft, die müssen ja irgendwas in ihrem Leben gut geplant und richtig gemacht haben. Sie kennen die richtigen Leute, sie können am richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellen. Das ist eine richtig gute Ausgangsposition und ich bin der Meinung, und ich weiß es auch, manchmal geben es die Leute zu, dass sogar der schlimmste Networking-Hasser liebend gern netzwerken würde, wenn er oder sie denn wüsste, wie es funktioniert. Nur leider wissen es eben die meisten Menschen nicht und dann sieht es so aus, wie es hier aussieht, dann sind 90% der Kontakte für den Müll. Ich gebe jetzt aber erstmal eine positive Botschaft, so muss es nicht sein. Networking kann man lernen. Und die noch bessere Botschaft ist, in diesen wenigen Minuten, die ich ja Zeit habe, euch über Networking zu informieren, in dieser Zeit lege ich, wenn ihr denn mitmacht, den Grundstock für effizienteres Networking, was zudem auch noch Freude macht, denn wir wollen ja auch ein bisschen Spaß im Leben haben und nicht zu verkopft und zu verkrampft durch die Gegend laufen. Was ist es nun mit diesem Müll, von dem ich gerade gesprochen habe? Wer oder was ist Müll? In keinem Fall sind die Menschen hinter unseren Kontakten Müll. Es ist einzig und allein unsere unzureichende Art, wie wir unser Netzwerk aufgebaut und zusammengestellt haben. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei uns. Ich habe das Versprechen abgegeben, dass ihr hier lernen könnt, wie man es besser macht. Der Haken an der Sache ist, wenn ihr dieses charmante Angebot nicht annehmt, bleibt's wie es ist und dann geht's eben Schritt zurück, dann schaut's wieder so aus, dann sind und bleiben 90% der Kontakte für den Müll und manche meiner Networking-Kollegen sagen, es sind eigentlich 95%. Was ist der Gegenpol zum Müll? Für mich ist es der Goldschatz. Und ich verspreche euch, wenn ihr meine Ratschläge nur halbwegs befolgt, dann könnt ihr wahre Goldschätze in Sachen Networking heben. Versprechen sind gut, Beweise sind wichtiger und überzeugender. Ich bin Jurist, ich weiß, wovon ich spreche. Und deswegen habe ich eine Studie mitgebracht. Ich bin sehr dankbar, mich darauf beziehen zu können. Die stammt aus den 1990er Jahren von IBM. Und was haben die festgestellt? Sie haben Führungskräfte befragt, was sind die drei wichtigsten Faktoren für beruflichen Erfolg, und rauskam Leistung, Selbstvermarktung und gute Vernetzung. Ihr seht, die Prozentzahlen sind recht unterschiedlich und die meisten Menschen fallen schier in Ohnmacht, wenn da steht, Leistung und Qualifikation macht gerade mal 10% aus des beruflichen Erfolgs. Ich verkürze das Ganze. Es gibt den schönen Satz, Dreckschwätzer kommen im Leben des Öfteren richtig weit. Damit ist alles gesagt. Wenn ihr tüchtig seid, wenn ihr leistungsstark seid, ihr müsst es kommunizieren, denn ihr seid im Wettbewerb mit allen anderen Leistungen, die andere Menschen erbringen. Wenn ihr euch nicht sichtbar macht,
nicht gut präsentiert, werdet ihr nicht gut vernetzt sein. Mit der Folge, dass euch zu 60% der Erfolg auf der Strecke bleibt. Und das wäre doch äußerst, äußerst bedauerlich. Hier steht, dass Networking ein Investment ist. Ich wollte nämlich nicht lügen, indem ich hier behaupte, dass Networking zum Nulltarif zu Effekten führt. Natürlich müsst ihr ein bisschen was tun. Ihr investiert Zeit, Ideen und bisweilen auch Geld in Form von Mitgliedbeiträgen. Es gibt jedoch, und das ist das Schöne dran, und den garantiere ich auch, es gibt einen Return on Investment. Der liegt darin begründet, dass ihr Menschen ansprechen könnt. Ihr bekommt Rat, ihr bekommt Unterstützung, ihr bekommt, wenn es notwendig ist, vielleicht auch mal einen kleinen Tritt in den Allerwertesten, damit es vorangeht. Und um es abzukürzen, der wichtigste Punkt, ihr habt eine enorme Zeitersparnis, wenn ihr wirklich ein richtiges Problem auf dem Tisch habt und eine schnelle Lösung braucht, weil dann müsst ihr nicht über irgendeine nette Sekretärin einen Termin vereinbaren, sondern ihr habt die Telefonnummer des Entscheiders und könnt direkt durchklingeln und sagen, hör zu, ich kann heute keinen Smalltalk machen, hättest eine Minute Zeit für mich, hier ist wirklich alles am Dampfen und am Brodeln. So funktioniert's. Ihr seht hier Netzwerk-GAU im Hause Haas. Was ist passiert? Ende der 1990er Jahre gab es in Berlin einen großen Bankgesellschaftsskandal, schweres Wort. Und was ist passiert? Es sind ganze Führungsebenen ausgetauscht worden. Für mich, ich hatte ja damit eigentlich nichts zu tun, ich war nur die Leidtragende, mir brach ein wahnsinnig gut gepflegtes Netzwerk weg. So ungefähr 70-80% von jetzt auf gleich. Und da habe ich erkannt, wie wichtig es ist, oder wie gut es war, dass ich so hervorragend vernetzt war und eben diesen kurzen, bequemen, kleinen Dienstweg beschreiten konnte. Corona-GAU. Ihr erinnert euch, wie es war 2020, als wir die ganze Kommunikation umstellen mussten. Wir konnten uns nicht mehr persönlich sehen. Plötzlich wurde alles digital, was vorher nicht möglich war. Alles wunderbar. Wir haben es mittlerweile gelernt und mittlerweile sind wir auch ein bisschen Social Media und Digitalitätsmüde. Man spricht von Fatigue. Das ist eine Sache. Was viel gravierender war, was Corona auslöste, es hat einen Keil durch die Gesellschaft getrieben. Das Thema ist doch, dass Familien zerstritten sind, dass Freundschaften auseinandergingen und dass sogar Arbeitskollegen, die wirklich gut miteinander konnten, plötzlich spinnefeind sind, weil man sich zerstritten hat über Impfpflicht, Masken tragen. Ihr kennt das alle. Ein Teil der Beziehungen werden sich nicht reparieren lassen. Wir werden daher die Lücke, die entstanden ist, füllen. Und ich bin ein großer Freund, wenn ein Problem da ist, dass wir das systematisch tun. Und deswegen habe ich jetzt einen Schnellkurs mitgebracht, den Crashkurs Networking. Es sind 7 Schritte, die euch zu starken Netzwerken führen. Der erste Punkt ist, das sind die Ziele. Wer kein Ziel im Leben hat, der irrlichtert irgendwie rum und kommt nirgends an. Also definiert, was ihr wollt. Ihr habt im Zweifel mehrere Ziele, also braucht ihr auch mehrere Netzwerke. Der nächste Punkt sind die Doppelstrategien. Ich bin der Meinung, wir brauchen sogar 3 Doppelstrategien. Über eine haben wir schon gesprochen, nämlich das analoge und das digitale Netzwerken. Der zweite Punkt ist spontan und auch strategisch unterwegs zu sein. Wenn du halt künftig in Frankreich arbeiten willst oder in China eine Firma eröffnen, dann brauchst du halt Informationen über dieses andere Land und dann musst du dich auf den Weg machen. Im Zweifel weiß das nicht der beste Kumpel oder die beste Freundin. Der dritte Punkt ist ein ganz heikler, denn daran scheitern die meisten Menschen. Die meisten Menschen sind schlecht vorbereitet. Dabei gibt es diesen schönen alten Spruch, Vorbereitung ist die halbe Miete. Also prägt euch solche Dinge ein, weil da steckt so viel Wahrheit, da brauchst du kein Buch dazu schreiben, da reicht schon ein Satz. Wesentlich schöner als dieser Satz ist natürlich, was Angelina Jolie sagte, Glück ist, wenn Zufall auf Vorbereitung trifft. Das heißt, wenn ihr euren Traummann, die Traumfrau, den Traumkunden im Lift trefft,
Habt euren Elevator-Pitch parat, und zwar für euch persönlich, aber auch für eure Anliegen. Ihr habt vielleicht 30, 40 Sekunden Zeit, dann steigt die Person wieder aus und dann ist es vorbei, irgendwas platzieren zu wollen. Und in der Eile fällt uns in der Regel nichts ein und das ist mehr als bedauerlich. Nun geht's zur Frage, wie kommen wir zu Kontakten? Erstmal müssen wir Kontakte knüpfen und das leidige Thema ist natürlich Smalltalk. Wir brauchen den Smalltalk für die Kontaktaufnahme, ohne Smalltalk kein Business Talk. Und das Thema, wenn du die Kontakte nach der Kontaktaufnahme nicht pflegst, dann verpufft die ganze Energie, die ins Kontakteknüpfen gesteckt wurde. Hätte man also auch auf dem Sofa sitzen können oder Netflix gucken oder sonst was tun. Der nächste Punkt, das Thema, wie nutze ich meine Kontakte? Da sind die meisten Menschen relativ unsicher. Sie wissen nicht, wann darf ich jemanden um Rat bitten? Wie da muss ich es formulieren? Ich sage jetzt mal so, ich drösel es von hinten auf. Ich sage jetzt mal, was nicht geht, wenn wir zu forsch, zu aufdringlich und zu drängend, zu fordernd unterwegs sind. Das mögen die Leute nicht. Dann bist du raus, dann ist die Tür zu. Und was man im Netzwerk auch nicht mag, das ist das Thema Schmarotzer. Schmarotzer werden mittelfristig erkannt und aussortiert. Es geht darum, beim Netzwerken Spaß zu haben, aber auch Erfolge zu haben und dass alles irgendwo im Lot ist. Geben und nehmen im Einklang, sagt man so schön. Und ich möchte eines nicht, ich möchte nicht, dass ihr hergeht wie ein Buchhalter und aufrechnet, wem ihr was Gutes getan habt und wie viel dann zurückkam. Vielleicht kommt im Augenblick gar nichts zurück, sondern wesentlich später oder von einer ganz anderen Person. Aber das macht nichts. Im Netzwerk letztendlich ist es ausgeglichen. Und jetzt sind wir auch schon beim siebten und letzten Punkt. Das sind eigentlich zwei Dinge. Es ist einmal die Evaluation, die Leute nicht vornehmen. Und wer nicht evaluiert, wird auch nicht feinjustieren. Wir müssen zwischendurch mal schauen, wo kommt viel bei rum? Wo gebe ich viel rein? Wo kommt was zurück? Wo fehlt mir womöglich ein Kontakt? Und dann muss man anfangen zu reagieren. Die Leute, die nur schmarotzen, die uns nur runterziehen, die bitte aussortieren oder vornehmer formuliert Exit-Strategie fahren. Was wir nicht können im Berufsleben, können wir uns ja nicht immer alle aussuchen. Da wird der Exit nicht möglich sein, aber man kann auch Kontakte zurückfahren und man kann auch üben, Nein zu sagen. Das war der Crashkurs Networking. Das ist eine Strickanleitung, die in jeder Branche bei jedem Thema funktioniert und die systematisch aufbaut. Und ihr könnt sofort, egal wo ihr seid, mittendrin dabei anfangen. Vielleicht evaluiert ihr ja auch euer Netzwerk. Ich werde oft gefragt, gibt es ein Networking-Geheimnis? Das Geheimnis ist, es gibt eigentlich kein Geheimnis, es sei denn, die Erkenntnis, dass man etwas tun muss und dass man auch recht systematisch vorgehen kann, wie ich es jetzt gezeigt habe, mit dem Crashkurs. Was aber ist? Networking-Kompetenz ist ein wichtiges Thema und ein völlig unterschätztes. Deswegen wollte ich es euch etwas ausführlicher darlegen. Networking-Kompetenz hat jeder von uns in unterschiedlichem Maße. Manche sind begabter, manche haben mehr geübt, manchen fällt es leichter. Sei es drum, in jedem Fall ist Networking-Kompetenz ein Soft-Skill und wenn wir in einer Führungsposition sind, ist es zugleich auch eine wichtige Führungskompetenz. Was ihr hier seht, Networking hat auch extrem viel mit dem Thema Haltung zu tun. Haltung geben zu wollen, das ist die Voraussetzung, um ein guter Netzwerker zu werden. Was unten steht, Hard Fact mit Dollarzeichen und dem Pokal, will sagen, wenn ich als Mitarbeiter gut vernetzt bin, bekomme ich die interessanteren Aufgaben, die interessanteren Projekte. Es wird wunderbar laufen, ich werde vielleicht sogar im Unternehmen befördert. Bin ich Führungskraft, bekomme ich durch gut vernetzte Mitarbeiter schnellere, bessere und innovativere Ergebnisse. Und deswegen treibt es mir die Tränen in die Augen, wenn mir Mitarbeiter erzählen, und das passiert leider sehr, sehr oft, dass ihre Führungskraft sie aktiv
beim Netzwerken behindert. Die Führungskraft schneidet sich ins eigene Fleisch. Wie gesagt, die Arbeitsergebnisse kämen auch ihr zugute und letztendlich profitiert das ganze Unternehmen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich sage, diese Networking-Kompetenz als Soft-Skill ist mittlerweile ein Hard-Fact und nicht nur nice to have. Um was ganz Praktisches für euch mit auf den Weg zu geben, habe ich 5 Power-Tools. Ich kenne ja die ganzen Ausreden, ich bin schüchtern, ich bin introvertiert und den Menschen sage ich, startet im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, das bekommt ihr gut hin, da fühlt ihr euch sicher, tut's einfach. Der nächste Punkt ist, was man immer machen darf, man darf Menschen um Rat bitten. Da fällt einem kein Zacken aus der Krone und der andere ist nicht bedrängt. Der nächste Punkt ist schon wieder schwieriger und der wird meistens nicht durchgezogen, wenn Sie jemanden kennenlernen. Das Follow-up, nämlich wieder Kontakt aufzunehmen, keine 4 Wochen vertagen, sondern sich einen Tag später melden mit einer Kontaktanfrage über LinkedIn, eine SMS, wie auch immer. Das ist der erste Teil der Kontaktpflege, die ich vorhin ja beschrieben hatte, als besonders wichtig. Dieser Punkt, Giving Back und Giving Forward, der stammt von einem amerikanischen Freund, der ist der Chef der Alumni Freiburg Nordamerika, der mir gesagt hat, dass die Deutschen nicht wirklich gut netzwerken können und dass sie nicht begriffen haben, dass man auch seiner alten Uni etwas zurückgeben sollte und den Nachwuchs gleichermaßen unterstützen. Jetzt kommt wieder etwas, weil ich immer wieder höre, ich habe keine Zeit. Das stimmt, wir haben alle schrecklich wenig Zeit, aber wir nutzen die Zeit auch nicht immer so gut, wie wir es tun könnten. Es gibt den sogenannten 5-Minuten-Gefallen. Kennt denn jemand? Ich kann es nicht wirklich sehen, also erkläre ich es. Der 5-Minuten-Gefallen ist, wenn ich innerhalb von 5 Minuten etwas für einen Bekannten erledigen kann, dann sollte ich es tun. Mal schnell eine E-Mail zu schreiben oder 2 Leute miteinander zu vernetzen über LinkedIn, das geht alles, oder einen kurzen Anruf zu tätigen. Und dieser 5-Minuten-Gefallen hat noch was ganz, ganz Charmantes. Er führt dazu, dass Menschen sich uns verpflichtet fühlen. Wenn ich jemandem was Gutes tue, möchte die Person, wenn sie nicht völlig schief gewickelt ist, möchte mir auch einen Gefallen tun. Und das nennt man ein fürchterliches Wort, Reziprozität. Ich habe mich ausnahmsweise nicht versprochen. Das ist diese Wechselseitigkeit. Nutzt sie, das ist ein wichtiges Tool. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz das Potenzial von Networking zeigen, und zwar mit 2 soziologischen Prinzipien. Ihr kennt alle den Spruch, klein ist die Welt, wenn wir im hintersten Winkel plötzlich auf einen Bekannten stoßen, den wir da nicht erwartet hätten. Das ist Small World und die Soziologen, die sagen das natürlich etwas fundierter als dieser eine Satz. Über 6 Menschen sind wir mit allen anderen Menschen auf Gottes Erdboden verbunden. Überlegt mal, was das für ein Potenzial ist. Und ich weiß auch, dass sie uns da nicht anschwindeln, denn ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren eine Studie mitgemacht, da sollte ein Postbote in Australien erreicht werden. Und dieser Postbote wurde genau über 6 Personen gefunden, in einem Zeitraum von 2 oder 3 Wochen, so wie es vorgegeben war. Das ist die eine Sache. Und jetzt steht hier Strength of the Weak Ties, auch ein soziologisches Prinzip. Und da steckt dahinter, dass nicht unbedingt unser engster Kontakt immer unterstützen kann. Also moralische Unterstützung kriegen wir immer vom besten Kumpel, aber der hat vielleicht nicht die neue Stelle für uns, die wir dringend brauchen. Und dieses Prinzip ist im Grunde, der Kontakt hinter dem Kontakt hinter dem Kontakt kann uns vielleicht weiterhelfen. Also betrachtet Menschen niemals isoliert, wenn sie euch nerven. Denkt immer dran, Sie könnten ein fantastisches Netzwerk haben, was euch nutzt. Und nun springe ich nochmal zurück an den Anfang. Ich hatte ja von Müll gesprochen und vom Goldschatz. Und da jetzt auch nochmal die klare Antwort auf die Frage, was ist nun Müll und wie ist es mit dem Goldschatz? Top oder Flop? Goldschatz oder Müll? Es liegt ausschließlich an uns, was uns unser Netzwerk bringt.
Wir haben ein unendliches Potenzial, wie ich euch gerade erzählt habe. Und damit ihr einen Appetizer habt, könnt ihr nachher unter euren Stühlen nachschauen. Es wurden hier 200 im Kleinformat Goldtäfelchen verteilt, damit ihr Lust drauf kriegt, einen Schatz zu heben. Und den allergrößten Schatz werdet ihr heben, indem ihr jetzt nach der Schlussmoderation rausgeht in die Pause und anfangt zu netzwerken und euer Schokolädchen zu genießen. Geht raus, habt Erfolg und viel Freude. Ich danke euch.